Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir ein paar Crocs wieder gehuntet. Wir sind bis Nummer 200 gekommen. Diesmal versuchen wir bis 300 zu kommen. Ja, ich entschuldige mich nochmal heute für die verzögerten Streamzeiten. Das soll nicht wieder vorkommen. Mit mir ist wieder dabei Lucy. Lucy, sag mal Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play. Ich bin heute auch wieder mit am Start und wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, bin dann gespannt, wie sich das Ganze jetzt in diesem Spiel entwickeln wird. Und ja. Also generell, ich... Och, nicht schon wieder so ein Jäger. Generell, ich spiele ja auf 100. Pro... Moment. Oh, ekliger Jäger. Ich spiele ja auf 100%. Weg. Ich spiele auf 100%, das heißt, ich muss auch alle 900 Crocs einsammeln. Blind habe ich knapp 630, oder doch 620, 630 geschafft. Den Rest muss ich halt nachgucken, weil blind findest du die nicht. Alle, nicht alle 900. Ich war mit 600, 700 schon zufrieden. 600 habe ich erreicht, ja. Und den Rest reiche ich halt nach. Ich mache daraus halt ein Community-Projekt, das heißt, die Leute, die sozusagen... ja, ein bisschen mitsuchen möchten. Zum Beispiel da unten ist ja auch die KR-Croc-Karte verlinkt, unten in den Panels. Können Sie halt zuschauen. Ne? So, wir waren bei Croc 200 stehen geblieben. Moment. Ich muss selber die Croc-Karte erstmal öffnen. Das war... hier. Das war hier. Genau. Das war Croc 200. Schauen wir mal, ob wir 201 haben. 201 fehlt. Das heißt, 201 holen wir uns. Markieren wir uns den einmal. Zack. Und porten uns hier mal zum Schrein. Müssen wir aber aufpassen, da sind bestimmt der ein oder andere Wächter am Start. Und wir dürfen nicht vergessen, die Amiibos auszuprobieren. Ich zeige die... Doch, können wir gleich nach dem Croc machen. Kann ich dir die auch mal zeigen, Lucy? Die Amiibos. Okay. Ich finde das cool, wie sich Link so teleportiert, wegteleportiert. Ja, ich glaube, im Hyrule-Handbuch steht drin, dass es durch das Sheikah oder das Lösung, das offizielle Lösungsbuch, ich glaube, da drin steht, dass es per Sheikah-Technologie funktioniert. Ja? Wir müssen hier lang. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Wächter gab, mit, von dem ich... Oh, ich sehe den Croc schon, oder? Ja. Von dem ich getötet wurde. Jetzt kommt noch die Nachtmonster dazu. Ah ne, den Croc haben wir schon. Gehen wir weiter nach hier. Ja. Was war dieses rote... dieses rote Licht? Da oben, der Strahl, oder? Genau, ja, der Strahl. Das ist einer der vier Titanen, die ich schon befreit habe, sozusagen. Ich weiß gar nicht, welcher Titan das ist. Das müsste der Titan... der Titan, wo ist er denn? Der Titan Vamelo ist das. Der hat halt seinen Todesstrahl auf Ganon gefeuert. Und hier gibt es einen Flitzerkrog. Irgendwo hier ist er. Und... wenn wir am Ende gegen Ganon antreten, haben wir halt einen Vorteil, sodass Ganon schon geschwächt ist. Okay. Und wenn wir es halt nicht machen würden, dann kann man ihn zwar auch besiegen, aber ist halt dann nicht so einfach. Was heißt einfach? Es ist halt, du willst natürlich auch der Storyline folgen, ne? So. Ja, das auf jeden Fall. Die Amiibos aus. So, ich hoffe, man sieht das. Jetzt können wir auch mal die Streamverzögerung gucken. Das hier ist zum Beispiel Ritterlink. Siehst du was, Lucy, oder? Ja. Siehst du was? Das ist Ritterlink. Okay. Da gibt es halt verschiedene Gewänder, ja. Die auch zu den 100% dazu zählen. Ich muss mal schauen, wie ich diese Woche dann nochmal eine Amiibo hole. Ich wollte schon letzte Woche welche holen wieder, aber ist wieder vergessen. Königsschwert. Leider nichts Brauchbares dabei. Als nächstes haben wir Wind Waker Link.
Könnte ich auch gerne nochmal reinhalten hier. Ja, sieht man jetzt nicht, wie durch den Chroma Key Filter, aber. Ah ja. Zack. Ach, 5 Elektropfeile, okay. Dann haben wir die Wächter-Amiibo. Muss ich nochmal reinhalten. Bei der Wächter-Amiibo gibt es keine. Gibt es keine. Gewänder, aber es gibt antike Pfeile. Mhm. Es geht auch, funktioniert. Jawohl. Aber wir haben bis jetzt noch keine antiken Pfeile bekommen. Die armen Fische. Na komm, sammeln wir sie ein. Dann haben wir Skyward Sword, Link. Na komm, zack. Ah ja. Na komm. Zack. Wie ist die Streamverzögerung? Wie viele Sekunden ungefähr, Lucy? Geht, oder? Also durchs Handy jetzt, wie gesagt, diese, ja, mittlerweile ist es ein bisschen kürzer geworden. Die 4 bis 5 Sekunden. Ja. Aber durch den, ich hab's auch einmal aufs Laptop, dass die Verzögerung ist teilweise, ja, 11 bis 12 Sekunden. Sonst kannst du ja die Krog-Karte nur über deinen Dings, das nächste Mal nur über deinen Laptop öffnen. Und den Stream dann sozusagen schauen, das würde auch gehen. Ja, bei der Karte, ich bin jetzt nur bei dieser Zahl, den du mir genannt hast, und da ist nichts. Oder sollte ich jetzt draufklicken oder ähnliches? Nee, da kannst du bleiben. Warte, alles gut, ich sag dir, wenn es weitergeht. Ah, okay, alles klar. Du hast auch gerade mitbekommen, den Krog, den ich eingesammelt habe. Ja. Der hat mir zum Beispiel noch gefehlt von den 900. Na, und wir sind jetzt gerade bei 200. Und ich muss halt die ganze Reihe durchgehen. Ne? Was hatte das wieder für Vorteile, diese Krog, wenn du die... das zählt zu den 100% dazu. Das sind so kleine Zelda-Geheimnisse. So musst du dir das vorstellen. Okay. Nee, ich dachte, für den Spiel hat das auch irgendwelche Vorteile, oder? Ja, also du kannst dir halt dadurch Waffen... Waffenslots kannst du dir dadurch freiholen. Aber ich habe schon alle freigeschaltet. Ne? Ah, okay. Jetzt kommt Ocarina of Time Link. Na komm. Na komm. Boah, ist aber heftiges Gewitter gerade. Ja, ich darf auch nur Holzausrüstung tragen. Ich darf nicht das Master Sword tragen, nichts Metallisches. Sonst kriege ich eine gewischt. Wir können einmal auch Wolfling rufen. Warum nicht? Warum nicht? Was passiert, wenn du getroffen wirst vom Blitz? Entweder ich hab das Glück und überlebe und oder ich gehe flöten. Also Game Over. Ah, okay. Aber ich habe noch ein paar Feen in der Tasche, also alles gut. Dann haben wir hier Wolfling. Die Figur kennst du bestimmt. Ja. Die ist auch in Twilight Princess dabei, der Wolf. Genau. Wo Link? Der erinnert mich, habe ich glaube ich letztes Mal gesagt. Auch an Twilight, da wo Jacob sich in einen Werwolf verwandelt. Das ist so ein bisschen Twilight-mäßig. Dann haben wir einmal noch junger Link. Mhm. Ja, Junge, das ist das Kokiri-Schild. Das ist nice. Hui. Dann haben wir hier noch einmal Link Majora's Mask Amiibo. Unser letzter Amiibo. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Vector Wolf Link, Vector. Oh Gott. Was haben wir hier? Ach, 5 Feuerpfeile. Kein Glück gehabt, weiter geht's. So, wieder die Karte öffnen, zack. Und das hier, das kennzeichnet zum Beispiel, welchen Krog ich schon habe, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel 201. 202 haben wir auch. Das ist 204. 203 fehlt uns zum Beispiel hier unten.
Das heißt, wir müssen dahin. Gibt es einen Schrein in der Nähe, wo wir uns hinporten können? Ja, hier. Geht es denn hier auch wieder um dieses Dreieck, was es sonst immer bei Zelda gibt? Dieses, ich Das weiß nicht, wie man Triforce. das nennt. Dieses Triforce, genau. Jein, also Link hat es zwar, auf, ich glaube bei Master Sword ist es drauf, aber ansonsten gibt es natürlich kleine Easter Eggs vom Triforce, ne? Ah, okay. Weil bei zum Beispiel Ocarina of Time, da ging es richtig um dieses Triforce. Da hat sich Ganon das nämlich erlangt. Genauso wie bei Twilight Princess auch. Ja. Da war das Hauptthema. Und das, was ich jetzt zum Beispiel hier mache, so in die Luft aussteigen, das ist zum Beispiel eine Reckenfähigkeit einer von den vier Titanen. Ah, okay. Also ohne die würdest du das gar nicht können. Genau, das musst du halt erst freischalten. Hast du alle vier schon Alle vier, freigeschaltet, ja. oder? Alle vier. Und das Fiese ist, die Crocs können halt, also selbst wenn ich sie ab jetzt nachgucke, ja, die Crocs, aber die können immer noch trotzdem fies versteckt sein, also. Ich weiß immer noch nicht, diese Crocs, die sind noch von den die Figuren von den verlorenen Wäldern. Ne? Genau. Also, ich weiß immer noch nicht, was das mit den verlorenen Wäldern auf sich hat. Ich weiß nur, seit Ocarina of Time auch, dass die irgendwie ja, verlorene Kinder sind sozusagen. Aber wie das passiert ist oder wie die da jetzt zu dieser Gestalt gekommen sind, das weiß ich nicht. Wie war das denn noch? Also ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, wie die zu den Crocs werden. Ich weiß aber, dass wenn ein Croc, es gibt Majora's Mask, sieht man das auch am Anfang, da eine, beziehungsweise Crocs sind ja so, also Crocs sind ja eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß, sogar die Deku. Die Dekus? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall gibt es hier auch in Zelda einen, in Anführungszeichen, einen Krogfriedhof. Also, man munkelt es, man kann es natürlich nicht nachweisen, aber das ist halt so ein bisschen immer Secret von den Entwicklern. So, und hier soll jetzt ein Krog sein, Okay. den ich übersehen habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass diese Figuren, also diese Crocs oder die von den verlorenen Wäldern, dass die eine eigene Geschichte haben. Ist so eine, wie so eine Nebensequenz. Ja. Ich weiß es nicht mehr, wie das war. Guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei Opferstatuen. Ich opfere einen Apfel. Zack. Hallo Kroggi, gib mir deinen Krogsamen. Jetzt klaue ich sie dir wieder. Zack. So, gucken wir wieder auf die Krogkarte. 203 haben wir, 200. Vier haben wir. Boah. Wie viele gibt es 205 haben wir. insgesamt? 900. 900. Oh, boah, ist aber viel. 206 fehlt. Der sollte hier sein. Können wir uns wieder porten zum Schrein? Ja, porten wir uns hier einmal hin. Ich habe voll viele übersehen, aber man kann ja auch nicht alles. Also meistens ist es halt so, ich erkunde das Gebiet und dann, wenn ich halt, bevor ich in ein neues Gebiet gehe, erkunde ich es nochmal offscreen. Ne? Und dann die Crocs, die Ah, ich finde, okay. hänge ich am Ende des Parts ran. Ja. So machen das die meisten. Okay. Ja, also wie gesagt, man sieht bei Let's Play nicht immer alles auf den ersten Blick. Manchmal muss man wieder zurück und dann nochmal gucken und so weiter. So, Du hast gesagt, die Zoras sind dabei, ne?
Die Soras sind dabei und Mifa, genau. Wenn du sind willst, Pri ja, ja. erzähl. Nee, sag. Wenn du Ich lach dich willst, jetzt können aus wir dem nach Weg. den 300, sagen wir mal nach 50 Crocs, ja, machen wir heute keine 300, sondern nur 50, können wir noch einmal die Erinnerungen abspielen, alle hintereinander. Cool. Oh Das hat ja ja, auch die will was ich Episches. auf jeden Fall. Die will ich alle sehr, sehr gerne sehen. Da Ich kann werde ich das auch die auf jeden Geschichte Fall noch, einlesen. also da machen wir es in diesem Stream. Ich werde es spontan jetzt, ja. Ich werde es nochmal versuchen, ich kann es nicht versprechen, in 4K hochzuladen, ja. Dafür müsste ich mir aber die vier Capture Card holen. Ich schaue noch, dass ich sie bekomme. Wenn, würde das aber erst nachgereicht werden. Also ganz, ganz, ganz am Ende. Okay. Sind denn wieder Prinzessin Ruto und ihr Vater dabei? Prinzessin, ihr Vater, warte, Ruto, also Prinz Sidon ist da und Ruto sagt mir auch irgendwas. Prinzessin Ruto in Nintendo 64 bei Ocarina of Time, das war die Zora-Prinzessin. Das kann sein. Und ich Die höre war wieder voll einen in. Flitzerkrock. Karos-Schirm ist jetzt Da ist er. einsatzbereit. Die war voll. Erzähl weiter. Die war voll in Link verliebt. Ja, in diesem Dings, ich verrate dir noch nicht allzu viel. Okay. So, paar Krog-Nummer. Und zweimal Zwei. hat Link die Prinzessin gerettet. Und der Vater, der hat sich nicht einmal bedankt bei Link, dass er seine Tochter gerettet hat. Ups, Entschuldigung. Alles gut. Ich muss 207 jetzt mal hier fehlt. Auf ausschalten. zu Mein Gott. 207. Ja, also im Soradorf gibt es auch jemanden. Och, der arme Krog. Gibt es auch jemanden, der Link überhaupt nicht ausstehen kann. Erst nachdem er Mipha befreit hat und den Titanen besänftigt hat, war alles gut. Ach so. Also Link ist ja eigentlich 100 Jahre alt in dem Game. Na, also. Echt? Ja. Oha. So musst du es halt vorstellen, dir vorstellen. Aber das wirst du gleich alles nach den 50 Na, Krogs. werde ich hier alles gleich sehen. Nein, So, und wo ist nur, jetzt ist dieser Krog hier? aber der Vater, der war echt eine Nummer an für sich. Hier Oh, soll ich jetzt bin der. froh, da sagte der Vater, oh, ich bin froh, dass, ja, ich bin froh, dass jetzt alles in Ordnung ist. Das war es auch schon. Nach so viel harter Kampf, die Tochter zu retten. Ach. Hier muss irgendwo der Krog sein. Ich hoffe nicht, dass es ein Flitzerkrog ist. Ich schaue noch mal genau hin. Moment. Hier. Mido war einer, der Link gar nicht ausstehen konnte. Der Anführer von Mido gibt es hier, Kokiri glaube ich, auch. war er. Echt? Ach, das wäre dann wieder zum ersten Mal. Aber bei Twilight Princess habe ich den nicht mal gesehen. Irgendwo hier müsste ein Krog sein. Hallo, ich spiele auch zu viel. Ich spiele zu viel Widow. Ich nenne dich einfach Widow. Es hört sich besser an. Moin, moin. Hallo. Jein, also für mich war es halt wichtig, dass ich erstmal ohne die Krogmaske zurechtkomme. Die Krogmaske werde ich auf jeden Fall noch zeigen. Ich denke mal, bei den letzten 100 Krogs oder so werde ich das machen. Den DLC habe ich alle beide. Und ja, schauen wir mal, weil ich spiele das Spiel generell auf 100% und halt nebenbei noch eine Challenge. Ja, die Challenge ist zum Beispiel, ich darf in jedem Gebiet halt nur einmal kochen. Nope, falsch. Und darf halt nur diese drei Gerichte dann dementsprechend verwenden. Ne? Außer noch die Feen und Mifas Gebet natürlich. Ne? Die zweite Challenge, ich darf in jedem Gebiet nur 10-mal sterben. Die dritte, ohne Sheikah-Sensor.
Und die vierte Challenge ist in jedem Schrein nur ein Schwert, ein Bogen und ein Schild zu benutzen. Die habe ich leider schon vermasselt, weil ich nicht aufgepasst habe, aber die Bäumchen soll ich mir genau anschauen. Also ein Apfelrätsel, Krok-Rätsel ist es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, die Krok-Karte müsstest du auch vor Augen haben. Unten ist sie auf jeden Fall eingeblendet. Ich frage mich, ob. Ah, ja, hier ist er. Ich bin auch blind. Ich bin zwar eben raufgeklettert, habe aber keinen Stein oder sonst wie was gesehen, aber. Okay, damit hätten wir diesen Krog auch. Das war Nummer 200. Moment. Das war 207. 208 haben wir. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo 209 losgeht. Wo Muss ich. du die alle Crocs eingesammelt hast, da gibt's ein Zeichen, ne? Da geht Dass du da er. nicht Ja, hin ich habe. musst, oder? Also, 100% weiß ich es nicht. Ich habe zwar schon von dem einen oder anderen Let's Player gehört, dass der wütend über dieses Geschenk war, aber ich lasse mich einfach überraschen. Okay, also als er Zwei. alle eingesammelt hat, war er wütend. 209. Genau. 209, 209. Hier oben? Das war ein bisschen creepy. Nee. Wo haben wir denn die 209? Die müsste orange gekennzeichnet sein. Ich lese sofort den Chat vor. Hier oben ist sie doch. Beim. Nördlich von im Dorf der Soras. Okay. Hast du die 209 auch, Lucy? Die was? Die 209? Ich sehe jetzt nur die Karte, auf der du, oder? Genau, die Karte. Und oben Ach so, rechts, auf guck dem mal, die Laptop habe zwei. ich die aber. Genau, guck mal auf die 209. Ich porte mich einmal zum Dorf der Soras, aber es wird nördlich 208 sein. habe ich. Genau, und Wo ist denn? 209. Das bricht jetzt sozusagen nämlich ab. Und Ist oben das rechts. direkt neben 208? Nein, hallo Link, na? Direkt neben zwei. Das Geschenk hat mich auch gefreut. War nützlich. Ah, du meinst die Krogmaske. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt. Oben rechts müsstest du die direkt nördlich vom Dorf der Soras. Das müsste, die 209 müsste orange gekennzeichnet sein. Selber nochmal schauen. Ich muss ihn 209 suchen. Moment. 209. Okay, hier ist das Soradorf. Ah, da bei der Brücke. Brücke von Ah, ich Arkalla. habe die 209 gefunden, ja. Ach so, das Geschenk von. Ja, okay, dann bleibt mal auf jeden Fall da. Ich porte mich einmal hin. Das Geschenk von der Krog. Ja, ich habe auch schon eine Vermutung. Ich lasse mich aber überraschen. Ne? Also, ich habe auch schon von einem einen oder anderen Let's Player gehört, dass der nicht erfreut war. Auch von den Kommentaren. Aber ich lasse mich überraschen. Ne? Bevor wir mal, weil Maronus will ich nicht mehr unter die Augen treten, bevor ich die 900 Krogsamen habe. Aber ich kann mir schon denken, was es ist, weil wenn man sich die Beschreibung der Krogsamen durchliest. Ja. Okay. Wir sind hier. Wir wollen 209. Brücke von Akala 209. Haben wir 210 haben wir 211 haben wir 212 213 haben Bei wir mir sind einige Zahlen hier gelb markiert. Gelb heißt, du hast alle eingesammelt. nee, das was orange gekennzeichnet ist, ist damit du es besser wiedererkennst. Ach so. So, Okay. 212 haben wir, 213 haben wir, 214 haben wir. 215, 216 haben wir auch. Dann kommt jetzt 217. Haben wir auch. Haben wir. 219 haben wir. 220 haben wir. Es geht ja flott, wenn das doch immer so wäre. 221 haben wir.
222, 223 haben wir. 224 haben wir. 225 haben wir. 226 haben wir. 227. 228, 229. 230 fehlt. Bin jetzt auch bei 230. Genau, und der fehlt uns. Wo setze ich den am besten? Hier. Schauen wir mal, ob es einen Schrein gibt. Ja, hier. Es gibt auch ein Teleport-Medaillon im DLC. Das muss ich auch nochmal unbedingt ausprobieren. Die Ballade der Recken werde ich aber als allerletztes machen. Weil ich darauf einfach gespannt bin. So, ne? Ich möchte jetzt erstmal die 100%, alle 120 Schreine, alle 900 Crocs, alle Sidequests. Dann geht's auf zu Ganon. Und dann kommt der DLC dran. So, da unten. Und mit dem Chatbot brauche ich noch ein wenig. Die Ränge müssten aber soweit schon gehen. Also der zählt zumindest, wie auch wie lange ihr im Stream seid. Ich glaube, es gibt alle 15 Minuten 5 Punkte. Hier unten muss der Croc sein. Sicher bin ich mir aber noch nicht, weil irgendwie will der Chatbot noch nicht. Guckt jetzt die Tage mit anderen Streamern nochmal rüber. Es gibt auf jeden Fall irgendwie 25, nee, 20 Ränge gibt es. Soweit kann ich schon mal erzählen. Ab 1000 Punkten geht's los. Aber es kommt alles Step by Step. So. Hier muss noch irgendwo ein Kroggy sein. Und natürlich wird er hier drauf sein, das war ja klar. Link wurde unsichtbar plötzlich. Ja. Ein Wettrennkrog. Habe ich noch Revali Sturm? Natürlich nicht. Gott. Ich glaube, das schaffe ich ohne Revali Sturm nicht. Als ob, wieso hältst du dich da nicht fest, Link? Geh mich auf den Geist hier. Wer ist das denn? Ein Wolf, der meint, Ärger machen zu müssen. Ach so, okay. Den kannst du nicht als Link zähmen, sodass er zu dir leider nicht. Oder da ist er. Okay. Nee, leider nicht. So, damit hätten wir den Kroggy auch. 230, 231 haben wir, 232 haben wir, 233 haben wir, 234 fehlt. Hier. Gibt es einen Schrein in der Nähe? Doch, hier oben. So. Natürlich regnet es jetzt. Das ist so klar gewesen. Aber ich glaube, wir müssen auch nur hier rauf. Das geht noch. Trotzdem fehlen mir, glaube ich, 7 Schreine. 8 Schreine. Eine Schreinquest haben wir, ich glaube, im vorletzten
letzten Part noch angenommen. Oder vorletzten. Und die haben wir noch random entdeckt. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? Hallo Herr Kroggy, das war das Stasis-Modul. Okay. Damit kannst du halt Gegner einfrieren für ein paar Sekunden. Oder Sachen halt, ne? Und die Kraft sammelt sich dann sozusagen und schleudert die Sachen dann weg. So, weiter geht's. Das ist 234. Boah, sieht die Landschaft hier schön aus. Ja, natürlich. 235 haben wir, 236 haben wir. 237 haben wir. 238 haben wir, 239 haben wir, 240 haben wir, 241 haben wir, 242 haben wir, 243 haben wir, 244, 245, 246, 247 haben wir. 248 haben wir, 249 haben wir, 250 haben wir machen noch mal ein bisschen weiter, es läuft gerade so schön. 251, 252 haben wir, 253 haben wir, 254 fehlt. 255 fehlt. Okay. Ah, das ist genau dabei Tabu Rasa. Zelda Craft. Ramon, moin. Alles gut bei dir? Hallo Zelda Craft Ramon. Ich glaube, Ramon, ich hoffe, es ist okay, wenn wir dich Ramon nennen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil wir, ich glaube, wir zwei oder drei verschiedene Links hier haben. Oder Zelda. Teleporten. Wir sind gerade beim Croc-Hunting. Wenn du willst, die Croc-Karte ist unten verlinkt. Da kannst du auch nochmal gerne reinschauen und mitmachen. Weil selbst wenn du weißt, wo die Crocs sind, manchmal ist so richtig. Wie meinst du, das ist so richtig? Da bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Oder meinst du jetzt von der Croc-Karte her? Boah, die Bäume, das sieht richtig. Und das ist zum Beispiel einer der Feenquellen. Das ist eine Feenquelle. Ah, okay. Ich glaube, insgesamt gibt es 4 Stück oder so. Boah, sieht richtig cool aus. Richtig schön. Ah, okay, dann ist gut. Also, wir haben uns noch. Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. Lower geht raus. Ich danke dir, Zelda Craft Ramon. Jetzt hat das Stream-Mod auf einmal funktioniert. Also, du hörst halt ein bisschen Shiggy-mäßig so, ne? Müsstest du auch gehört haben. Ich weiß es aber nicht. Also, letztes Mal hat es nicht funktioniert. Wir hatten es halt getestet, aber jetzt hat es komischerweise funktioniert. Ich bin froh drüber. Welchen holen wir uns als erstes? Den hier vorne. Weil ich meine, ich habe selber Schildkröten. Ich habe selber ein Schildkröten-Design. Ich bin Mats.
Der fahrende Koch. Manch einer mag mich arrogant finden, aber ich bin auch ziemlich wichtig. Das heißt, die beste Zutat wäre Hunger. Aber das bedeutet, aber das würde bedeuten, dass wir Köche die meiste Zeit, die Meister der Zutaten überflüssig sind. Also, was es bräuchte, wäre nur Hunger. Sieh doch mal mein Angebot. Nein, danke. So, ich habe ja auch zum Beispiel Real-Schildkröten, also als Haustiere zum Beispiel habe ich 4 Stück, also jeweils 2 Aquarien. Und ja, also das ist schon, das ist halt einfach Epicness. Also, ne? Ich richte mir jetzt die Tage auch eine Donation ein, weil ich möchte, wahrscheinlich ist der Krog hier unten, und das Geld, was donated wird, das wird nicht viel sein, es wird vielleicht 10, 20, 30 Euro im Monat sein. Das soll für einen wohltätigen Zweck draufgehen, aber ausschließlich für Schildkröten. Weil man soll sehen, dass es mir um den Spaß geht halt und nicht um Geld oder sonst wie was. Und ich werde auch, wenn, erst ab 100.000 Abonnenten monetarisieren, wenn ich das überhaupt jemals erreichen werde. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Verdammt, wo ist der Krog hier? Dahin ist es aber noch ein großes Stück Arbeit. Ja, und natürlich. Gesagt, mir geht es auch um den Spaß. Und umso besser für die Schildkröten. Genau. Wusstest du, dass Schildkröten Quallen essen? Ich wusste das nicht. Meine Schildkröten fressen alles. Außer das teure Biofutter, was ich ihnen gebe. Das essen sie nicht. Ich glaube, ich werde ertrinken. Nein, rechtzeitig noch geschafft. Ja, wo ist der Krog? Ist er das da unten? Monsterladen, nur nachts. Ah, hier ist Kilton. Nice, die haben sogar Dings geöffnet. Jetzt sag schon, Schilder aufgestellt, extra für Kilton. Nice. Okay. Ja, Kilton ist so ein Monster-Freak oder Fanatiker, sag ich jetzt mal. Da kannst du halt Monster-Materialien gegen Money eintauschen. Und da kriegst du wieder Gewänder. Danke, Rivali, ein bisschen spät. Und ja. Ja, ich schau mal auf der Brücke nach. Komm, nein, oh nein, 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 nein. Als ob. Wenn man gerade von ihm spricht. Aber ich war schon letztes Mal da und hab dir das Dunkelgewand geholt, das komplette Set. Gibt es denn auch so Ausrüstungen oder Items, wo diese, wo deine Ausdauer dann die ganze Zeit stabil bleibt? Nicht die ganze Zeit. Ah, eine Krogblume. Aber für eine kurze Zeit. Ich kann sie halt aufladen mit Ausdauer-Items. Nein, das ist doch nicht wahr. Ich hasse diesen Krog. Ich hasse ihn. Halt dich ran, Link. Komm, ran da. Danke. Oh, die Krogblume ist ganz da hinten. So. Ja, sowas passiert mir öfter. Link, schaffst du das? Ja, da ist er. Der kann weg. Alles klar, ich danke dir für dein Follow und danke, dass du reingeschaut hast. Bis morgen. Und schön fleißig lernen für die Schule. Ende nicht so wie ich.
Ich danke dir ebenfalls, ZeldaCraft Ramon, dass du unsere Let's Plays anschaust. Hoffentlich hast du viel Spaß gehabt, auch wenn es zu kurz war, und viel Glück für die Schule. Wenn du willst, kannst du auch gerne nochmal in Pokémon High End Gaming reinschauen. Also Pokémon Gold kennst du bestimmt noch von früher. Das zeige ich zum Beispiel im Livestream mit verbundenen Augen durch. Also halt High End Gaming. Ich versuche halt ein bisschen, das ist etwas höher angesehen als Challenges. Und ich versuche halt so ein bisschen am, ja, keine Ahnung, Gaming-Rad zu drehen, sagt man. Mir bringt es einfach Spaß. Ne? Okay. Komm her. Weg mit euch. Der lebt noch. Wieso mit verbundenen Augen? Weil es einfach diese, weil es einfach ein höheres, ja, wie sagt man das? Es ist einfach, wenn du zum Beispiel für ein Level 2 oder 3 Tage brauchst, weiß ich nicht, es ist einfach diese Epicness, die für mich fehlt, oder diese, dieser Schwierigkeitsgrad. Ne? Okay. Okay, ciao. Und ja. So, das müsste der Krog sein hier. Der kann auch weg. Dann schauen wir mal wieder rein. Das war 255. Machen wir bis 260. 256. 257 fehlt. Ich sehe ihn schon auf der Karte. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube es nicht. Und da siehst du halt, wie viele Crocs wir haben. 690. Mhm. 210 fehlen noch. Ah, da ist er, ich sehe ihn. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass das Crocs sind. Also. Apropos Schule, mal schauen, ob ich in der Schule aufgepasst habe und zählen kann. Ach, warte. Nein, 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 nein. Nein, 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 weg mit dir. Gott, so. 1, 2. Da ist er. So. Aber die Crocs sind ganz schön kompliziert und. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. So, den hätten wir. 257, 258 haben wir. 259 haben wir. 260 fehlt bei dieser Brücke. Gibt es einen Schrein in der Nähe? Nein, ernsthaft. Dann laufen wir da mal kurz hin. Ja. Ist das ein Ivarak? Sieht ein bisschen zum Braun für einen Ivarak aus. Das ist, glaube ich, nur ein Felsen. Ja. Und zwar auch Speichervorgang. Und zwar auch der Speichervorgang. Kommen. Hier müssen wir weiter. Ja. Südakala Brücke Ost. Okay. Och, nicht schon wieder diese eklige Jägers. Du willst mich doch. Als ob.
Oha. So, wo ist er? Aber wenn deine Ausdauer im Wasser zu Ende geht, dann ertrinkst dann du. Dann werde ich ertrinken und dann wird mir ein Herz abgezogen. Wenn du jetzt alle Herzen verlieren würdest, wo wäre dann der Punkt, an dem du wieder beginnst? Also da, wo ich runter, da wo ich das, da wo das letzte Mal gespeichert wurde. Ah, okay. Ein bisschen müssen wir noch gehen. Der mit seinem ekligen Zauber, der nervt mich jetzt mittlerweile. Ach Gott. So, hier, war, hier soll der Krog irgendwo sein. Ich sehe ihn schon. Aber ganz schön versteckt. Hallo Herr Kroggy, kommen Sie raus. Okay, das wären 260. Perfekt, dann kann der auch weg. Und wir schauen uns noch zum Schluss einmal die Erinnerungen an. Müssen wir hier rauf? Denn so, ja. Machen wir mal der Reihe nach. Ex-Erinnerung, Ex-Erinnerung. Nee. Fangen wir mal hiermit an. Um Links Erinnerung zum Leibwächter von Zelda, der Prinzessin von Hyrule, zu feiern, wird auf Daruks Vorschlag hin eine alte Zeremonie nachempfunden. Doch Zelda spricht die überlieferten Worte ohne Überzeugung. Ein düsterer Schleier liegt in ihrem Blick. Held von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst, das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten überdauert. Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Der Held die Meere überquert oder eine Verbindung mit der Vergangenheit ein. Naja, meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Du... Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Das war die erste Erinnerung. Gehen wir zur zweiten. Revali, der Recki der Orni, der als Linksbeschützer eingeteilt worden ist, macht keinen Hehl aus seiner Abneigung. Im Dorf der Orni prahlt er mit seinen Fähigkeiten und fordert Link heraus. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür.
Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's. Da oben. Moment, ich vergaß. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Erinnerung 3. Zuversicht und Kummer. Zelda und Link sind nach Goronia unterwegs, um an einen der Titanen zu arbeiten. Begeistert spricht Zelda von ihrer Forschung, doch im Gespräch mit Link kommt bald ihre Unsicherheit zum Vorschein. Ganz kurz, der Schwert, den Link trägt, ist das Master Sword. Ja. Okay. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Nummer 4. Darok. Während der Recke Darok zusammen mit Link am Todesberg die Steuerung seines Titanen übt, bebt plötzlich die Erde und ein Felsbrocken stürzt auf die beiden herab. Darok kann die Gefahr abwenden, hat jedoch eine dunkle Vorahnung. Ungetüm steuert. Darok, Recke der Goronen. Mit so einem Titel hat man einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titanen wie im Schlaf beherrschen. Ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder, Bruder? Ach ja, du wurdest als Leibwächter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber diese Prinzessin, besonders entspannt ist die ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist? Das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen. Und jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das
ist nicht gut. Erinnerung 5. Zeldas Zorn. Zelda widmet sich der Erforschung der Schreine, die über Hyrule verstreut sind. Während sie gerade an der Öffnung eines Schreins verzweifelt, erscheint Link, dessen Schutz sie abgelehnt hat. Zelda gerät außer sich und schreit ihn an. Immer keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bannschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was deine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Oh. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Dann haben wir Urbosa. Auf Urbosas Einladung hin ist Link in die Gerudo-Wüste gereist. Als er eintrifft, schläft Zelda, erschöpft von ihrer Arbeit, in Urbosas Armen. Urbosa erzählt Link von Zeldas leidvoller Vergangenheit und bittet ihn, sie zu beschützen. Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde. Ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Urbosa! Was war das? Dieser Krach. Was machst du denn hier? Angriff der Jäger, Erinnerung 7. Nachdem Zelda abgelehnt hat, dass Link sie bei der Erforschung der Ruinen begleitet, wird sie von der Jägerbande angegriffen. Sie flüchtet aber wird in die Enge getrieben. Im letzten Moment erscheint Link und rettet sie.
Das war zwar eine relativ kurze Erinnerung, aber war in Ordnung. Nummer 8, die Wunde. Zelda akzeptiert mittlerweile Links Nähe und ist besorgt, er könne sich zu sehr für sie in Gefahr begeben. Sie spricht mit ihm über die zunehmenden Monsterangriffe, bei denen auch immer gefährlichere Experimente gesichtet werden. Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Direkt zwei Leune natürlich. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Nummer 9, der Prinzessinnen Enzian. Zelda nimmt mit ihren Schickersteinen Fotos auf und doziert vor Link über die Blumen von Hyrule. Besonders eine Blume namens Prinzessinnen Enzian scheint sie tief zu berühren. Doch dann wird sie bereits von einer anderen Entdeckung abgelenkt. Guck hier. Und hier noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Hallo Sportkröte. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Iss schon! Dann haben wir Nummer 10, Mipha. Mipha heilt den verletzten Link auf den Titanen. Mit dieser Stimme spricht sie ihre unerschütterliche Entschlossenheit aus, stets mit ihren Heilkräften für Link und seine Gefährten da zu sein. Mipha ist übrigens mein Lieblingstitan von den meisten. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianna werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen.
Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Immer wieder episch, diese Erinnerung. Kriegt man Gänsehaut von. Nummer 11. Ein trockener Platz. Auf ihrer Forschungsreise suchen Link und Zelda unter einem Baum Zuflucht vor den Regen. Als Link sich die Zeit mit Schwertübungen vertreibt, vergleicht Zelda ihr Schicksal mit dem seinen. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was hättest du dann gemacht? Vater und Tochter. Voller Stolz zeigt Zelda auf Schloss Hyrule ein Experiment mit den Wächtern. Doch plötzlich taucht ihr Vater, der König, auf und fordert sie, solle sich auf die Erweckung ihrer Kräfte konzentrieren. Sie wagt nicht, seiner strengen Ermahnung etwas entgegenzusetzen. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung Ganon nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt, dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät.
Erinnerung 13. Die fehlende Kraft. Um ihre Siegelkraft zu erwecken, widmet sich Zelda sich in der Quelle der Kraft spirituellen Übungen. Doch nach 10 Jahren voller Misserfolge ist sie der Verzweiflung nahe. Mit flehendem Blick fragt sie Link, was ist es, das mir fehlt? Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem, meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören, die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Zur Ranellspitze, Erinnerung 14. Auf dem Rückweg von ihrer Forschungsreise erzählt Zelda Link im Angesicht der Ranellspitze von ihrer letzten Hoffnung, ihre Kräfte zu erwecken. Sie möchte den Berg besteigen, um dort ihre spirituelle Übung durchzuführen. Geduld und Liebe, mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranell. Nell ist ein alter Name für Nairu, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairu geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig. Sie enthält Nairus Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Erinnerung, warte, wie viele gibt es denn? Oh, 18, okay. Erinnerung 15, die Verheerung erwacht. Nachdem ihre Übung in der Quelle der Weisheit auf der Ranellspitze keinen Erfolg gezeigt hat, steigt Zelda niedergeschlagen mit Link den Berg hinab, wo die Recken auf sie warten. Gerade als Mipha ihr etwas sagen möchte, werden sie Zeugen von Ganons Rückkehr. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Ach.
sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen. Aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit! Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment! Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpass Ganon eine Abreibung! Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein! Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte lasst mich mit euch kommen. Erinnerung 16. Verzweiflung. Link und die anderen Recken zahlen einen hohen Preis dafür, sich der Verheerung Ganon entgegengestellt zu haben. Ganon übernimmt Titanen und Wächter, alle im Schloss, sowie die vier Recken und der König sterben. Im strömenden Regen schreit Zelda ihr Leid heraus. Hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Revali, Mipha und Urbosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Ganon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Zelda erwacht. Link beschützt Zelda unermüdlich vor der anstürmenden Wächtern und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Als sich Zelda den Wächtern entgegenstellt, die ihn attackieren wollen, erwacht ihre Siegelkraft. Ich muss aufpassen, gleich nicht immer so emotional zu werden. Mhm. Auch wenn es ein Spiel ist.
werden? Prinzessin! Prinzessin, seid ihr wohl auf? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens. Beeilt euch, bevor sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt. Jetzt kommt die letzte Erinnerung, das Master Sword. Zelda bringt das Master Sword zum Deku-Baum. Sie bittet ihn, wenn Link zurückkehren solle, ihm eine Botschaft mitzuteilen. Der Baum entlockt ihr ein Lächeln, als er ihr rät, Link die Botschaft lieber selbst zu übermitteln. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert... Das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Deku-Baum. Wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind, deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Das waren alle Erinnerungen. Lucy, wie fandest du die Erinnerungen soweit? Lucy? Ja. Wie fandest du die Erinnerungen soweit? Ich weiß nicht, ob du die, ob du mich kurz gemutet hast und dann mit Ton gehört hast oder ob du sie ohne Ton gehört hast. Sonst kannst du dir sie ja auch sonst offscreen nochmal mit Ton anhören. Aber wie ist dein erster Eindruck so von den ganzen Erinnerungen? Kann sein, dass noch ein oder zwei dazukommen nach Ganon, aber ansonsten. Ja, also mir fehlen die Worte, also mir ist die Sprache verschlagen, weil das, was ich, okay, am Anfang war es ein bisschen, man ist direkt reingeraten in die Geschichte, aber je mehr Erinnerungen kamen, desto mehr wusste man dann, okay, was da ist, also was da genau los ist. Jetzt verstehe ich auch in den anderen Zelda-Spielen, warum Zelda gesagt hat, dass sie selber schuld ist an dem, was passiert ist, oder zumindest sich die Schuld selber dafür gibt. Aber diese Geschichte, ich musste ein paar Mal aufpassen. Also ich fand zwei Szenen sehr schön. Das war einmal die Szene, ich hab's mit den Namen leider nicht, wo die eine sah, die Link heilen konnte. Mifa. Und bitte? Mifa meinst du wahrscheinlich. Die Sora. Genau, sie meine ich. Und sagte ja, dass wir dann irgendwann zurückkommen sollen, dann wo wir als Kinder waren, etc. Und das zweite ist diese Szene, wo sie sagt, dass sie ihre Siegelkraft nicht erwecken konnte. Und jetzt sind alle gestorben, ihretwegen. Sie hat mir so leid getan. Und diese Geschichte war einfach Epic. richtig, richtig, ja,
richtig emotional, fand ich, auch wenn es ein Spiel ist. Ich musste echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht gleich auch anfange zu heulen. Aber auch wenn es etwas übertrieben ist, aber es ist einfach so. Und solche Geschichten nehme ich immer sehr mit. Und umso ist mein Interesse jetzt noch größer. Schade, dass ich dieses Spiel selber nicht kaufen kann und dass mir, ich weiß, ich habe das alles gesehen, aber trotzdem selber das Spielen, das ist einfach ein anderes Erlebnis, genau. So als das nur zu sehen. Schade, dass man es auf Nintendo 64 nicht spielen kann. Aber ich bin auch gespannt, wie es weitergehen wird. Wahrscheinlich werden wir während des Spiels auch immer mehr Erinnerungen haben, die dazukommen. So gehe ich davon aus. Und also richtig cool gemacht, die Geschichte. Weil die Figuren, die sind auch, also man hatte wirklich so ein, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, so ein Real-Gefühl, also als ob die Figuren, weil bei Nintendo 64, da weißt du ja, da sieht das alles so ein bisschen noch cartoonmäßig aus. Ne? Aber hier sind die Figuren so ein bisschen viel mehr echt dargestellt worden. Und das hat mich auf jeden Fall, die Geschichte hat mich richtig mitgenommen. Also richtig klasse. Ja. Okay, willst du noch irgendwas sagen oder? Ansonsten, ich habe nur zwischendurch mitbekommen, dass da noch jemand anwesend gekommen ist in diesem Chat. Das tut mir leid. Ich wollte noch mal Hallo sagen, wenn ich es nicht vorher getan habe. Meinst Ich du war so Zelda überlegt. Croft Ramon oder wen meinst du? Nee, dann nach Zelda Croft Ramon ist noch einer gekommen. Oder war da keiner? Nee, da Habe war ich keiner. irgendwas Also, vergessen? ich sehe keinen zumindest. Ach so, okay. Nee, auf jeden Fall war ich in dieser Geschichte gefesselt. Ich danke für alle, die dieses Let's Play auch mit uns zusammen angeschaut haben. Und wünsche euch dann bei weiteren Let's Plays, die wir drehen werden, auch viel Spaß und sage euch allen dann nochmal bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich konntet ihr auch die Geschichte so richtig cool empfinden, wie ich das konnte. Und vielen Dank nochmal an dich, Totti, dass du alle diese Erinnerungen nochmal abgespielt hast. Ich denke mal, das war auch was ein sehr, sehr wichtiger Part für mich gewesen, um da auch so ein bisschen in diesem Spiel reinzukommen, zu gucken, okay, worum geht es jetzt genau? Da habe ich jetzt viel mehr Details erfahren, als ich es vorher hatte. Okay, dann war's das, weil ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.